Willkommen zurück an unserem Gebilde in Echo. Ja, letzte Folge haben wir tatsächlich geschafft, das Wasserrad endlich mal hier zum Drehen zu bringen. Das ist schön, aber ich wollte das ja noch eigentlich noch ein bisschen höher haben, weil das ist mir zu niedrig. Aber ich wollte auch noch mal was anderes versuchen, nicht, dass wir da so Steine hinsetzen müssen. Die werden wir zwar hinsetzen, wenn es nicht anders geht, aber ich möchte es auch mal probieren, ob das vielleicht auch machbar wäre, wenn man einfach hier mit Leitern das Ganze zu befestigen versucht. Wäre auch ganz schön wäre es gewesen. Ist ja so schön gewesen. So. Vielleicht, eventuell, könnte es ja klappen. Schauen wir mal. Eventuelle. So, guck mal. Sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Das sieht doch echt gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde es eigentlich ganz cool sogar. So kann das auch bleiben. Jetzt müssen wir das Wasser nur wieder um 2 höher holen. Ja, das ist toll. Ist auch nicht schlimm. Komm, mach mal. Das machen wir. Und sobald die kleine Badewanne hier fertig ist, werdet ihr auch erfahren, was das Ganze hier darstellen soll. So. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt müssen wir uns wieder Wasser organisieren. Organisieren. Lea Organa. Sieren. So. Ich meine so immer. Jetzt, ich bin jetzt voll drin, ne? Also, das wird nichts mehr jetzt in dieser Aufnahme, aber schauen wir mal. So, so, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können die Steine wieder weg. Und 7. Gut. Dann haben wir es auch schon mal. Achso, ich war so frei, habe nochmal einen Baum gefällt. Der hier. Wer parkt denn wieder so dicht zusammen? Der hier stand. Der wucherte nämlich bis hier hin und bis hier so hin. Das geht gar nicht. Das ist verkehrstechnisch überhaupt nicht machbar. Wenn die Hälfte der Strecke von Bäumen eingenommen wird. Da stand er. Da unten. Dafür habe ich aber ein bisschen was Ausgestorbenes hier mal organisiert. Nämlich Waldlilien. 10 Stück an der Zahl. Und ich finde die eigentlich so schön. Damit möchte ich das hier auch noch ein bisschen ausstatten. Vielleicht. Mal gucken. Jetzt wollen wir erstmal das Wasserrad hier wieder dran setzen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie rum. Falsch rum. Falsch rum ist nicht gut. Ist immer noch falsch rum. Ah, Marki, konzentriere dich mal. Drück doch mal auf R. Erstmal auf 5 und dann auf R. Danke. Ja, bis voll der Held. Gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Das ist schon mal spitzenmäßig. Das gefällt mir eigentlich so ganz gut. Das kann so bleiben. Gut, ein Wasserrad auf Leitern. Naja, ist unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Aber hey, ist doch ein Fantasiespiel. Obwohl, naja, für mich so eine Fantasie, aber gut. So, jetzt wollen wir erstmal hier eine Badewanne bauen. Wie groß wird die denn? Also einer Badewanne wäre ein bisschen klein, ne? Eine Vierer. Eine Vierer kann es gerne sein. Ja, ja, ja. So, so. Ja, das wird. Weil wir sind kein Wirt, deswegen werden wir was. So. Jetzt ist uns leider aber der Kalkstein bestimmt ausgegangen. Ist er nicht, das finde ich toll. Das ist doch herrlich, herrlich. Ich finde es toll. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde das klasse. Gut. Ich wollte ursprünglich hier das Ganze mit Kalkstein auch noch einmauern, also hier untermauern. Ich glaube, das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus, wenn ich das machen würde. Da müssen wir uns da ein anderes Material mal überlegen. Ach so, ja, Wasser. Natürlich Wasser. Ganz klar, wieder Wasser. Wasser wartet. Genauso wie Tee. Give Water 4. Ich drücke mal auf die falsche Taste. So, hier, da. Da und da. Ich weiß, war nicht so viel jetzt notwendig, aber irgendwo muss was loswerden. So, dann kann er hier seinen Arsch sparen. So, was brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir hier noch eine andere Ausstattung. Ja, ich weiß. Ja, haha. Da fällt mir gerade was Tolles ein. Dafür nehmen wir erstmal die ganze Erde hier raus. Außer natürlich beim Baum.
können drin bleiben. Wie gesagt, die kann drin bleiben, Maki. Dankeschön. Bist voll toll. Bist echt ein Netter. So. Dann haben wir den auch schon mal ganz gut hier gelöst. Der kann auch drin bleiben. Ja, so ist das. So kann man es doch machen, oder? Das geht so vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier dann wieder. Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das war zu viel. Zu wenig. 1, 2, 3. Sag mal, ich habe doch bis 5 gezählt. Das müsste doch eigentlich passen, Mensch. Warum passen wieder nicht? Das passt mir ja gar nicht. So. Jetzt haben wir es aber. Ja, ich bin voll drin. Ich bin voll in meinem So-Wahn gerade. Es ist schlimm. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt holen wir uns gleich mal ein paar Schaufeln Sand. Nämlich 57 an der Zahl. Ah, ich glaube, der wird mir den Arsch versohlen. So, 57 an der Zahl. Und wir brauchen dann natürlich noch ein bisschen was. Ja, obwohl das ist mir vielleicht ein bisschen zu groß hier. Ja, ich bin mir gerade nicht so... Obwohl, das würde hier so bleiben. Es wäre eigentlich nur ein bisschen kürzer. Nach hier vorne wäre es auch ein bisschen kürzer. Ja, ich glaube, es ist besser. Es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn wir es so machen. Man kann es aber... das kann man auch. Man kann es ein bisschen schräg einfassen. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Das könnte man so tun, wenn man will. Aber nur, wenn man will. Und meistens wollen wir nicht, ne? Aber komm, wir sind mal willig, wir machen das mal. So, wie viel Sand wollte ich? 57. Aua. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich. Lehm. Alter. Ihr Sadisten. So, Lehm. Einer. Ein. Was für ein Lehm extra einen Umweg machen hier? Es ist ja echt unmöglich. Okay, Lagerplatz, ein Erde. Ein Lehm, so ein Aufriss. Gut, jetzt holen wir erstmal ein bisschen Sand. Dafür gehen wir sogar zu Fuß. Ja, kannst gleich aufstehen, kannst gleich weiterrennen. Hier Richtung Braten. Ach so, hier. Abschlusskontrolle und Felin. Baratheim, das ist Nocturas Wüstenstaat. Und das Denkmal, das ist da, damit das Wüstendenkmal, unser Wüsterich ist damit gemeint. Der mit dem netten Lächeln. So. Ach ja, schön. Der mit dem netten Lächeln. Ist doch nett ausgedrückt, findest du nicht? So, dann wollen wir mal gucken. Wie viel brauchen wir denn? Reichlich, aber es wäre nicht so viel, als das war ein ganzes Lager dafür. Weißt du was? Das machen wir einfach mal so. Und dann machen wir es einfach. Einmal? Ja, es hat ja echt gut geklappt. Ich find's toll. Toll. Ja, schön, wie das klappt. Warum machst du das nicht so? Es geht doch viel schneller. Ich weiß nicht, manchmal bin ich ein bisschen verpeilt. 60, ich glaube 60 könnten reichen. So, jetzt wollen wir gleich mal wieder zurückflitzen. 56, 55 Frames, wir sind zu dicht an der Schmiede. Aber es ist schon schön, es pendelt sich so ein bisschen ein bei 50. Wenn auch mit den Lecks, aber immerhin. Besser als nichts. Besser als gar nichts zu tun. So, dann hier jetzt. Kommt hier schöne Sand rein. Hier der kostbare Quarzsand aus der Wüste. Das ist doch hier. Originaler Sand. Das war nicht unbedingt nötig. Dann müssen wir gleich noch ein bisschen Kohle noch holen. Ja, wofür braucht der Mann jetzt Kohle? Ja. Ach ja. Oh mein Gott. So, dann... So. Ernsthaft, zwei Sand fehlen. Obwohl, es sieht gar nicht mal so schön aus. Mit dem Sand schon, ja doch. Aber hier mit der schrägen Einfassung, das finde ich dann doch nicht so toll. 8. Wir brauchen noch 8 Sand. Sollten wir auch die Erde mal hier lassen. Das wäre auch ganz angebracht, glaube ich. Weißt du was, wir fahren jetzt mit dem LKW dahin. Die ständige Latscherei, es wird mir langsam doof. Ups. Ich glaube, ich hab da gerade was schleifen lassen. So, 8 Sand nochmal bitte.
Ich habe eine Bestellung hier laufen. 8 Sand. So, 8 Sand. Ach so, das ist ja mit der geborenen Schieflage. Auch nicht schlecht. Nee, ich hab den stehen lassen. Wow, das ist, da habe ich wohl einen stehen lassen. Also bitte jetzt nicht tief einatmen. Und wenn, dann inhaliert bitte gleich alles weg. So, jetzt hier rückwärts. Mal gut, dass wir hier Leitplanken haben. Das passiert, das, also, wenn das Ding Außenspiegel hätte, die funktionieren würden, würde mir das nicht passieren. So reicht, ne? Ja, komm, das reicht. So, hier wieder durch den Knast. Und dann hier, zack, zack. Zack, zack, zack. Achso, hier natürlich auch noch. So, und fertig ist der Hamsterkäfig schon fast. Ja, Hamster, das wird dein Käfig werden. Achso, Moment, ich habe ja noch was ganz Wichtiges vergessen. Wie kann man das am besten machen? Ich überlege. Dafür müssen wir vielleicht diesen Sand wieder rausbuddeln. Das ist eine Badewanne, das ist ein Hamsterrad. Eine Hütte bräuchte man für den auch noch, für den kleinen Hamster. Die kommt dann hier so hin. Das wird so eine Holzhütte. Komm, die bauen wir jetzt als erstes erstmal. Hamster. Ja, das ist dafür, dass du uns die Währung gebracht hast. Dass du uns die Zivilisation bringen wolltest. Das geht ja mal gar nicht. Entschuldigung. Nein, ist natürlich nicht ernst gemeint. Das weiß er auch hoffentlich auch. So, jetzt machen wir hier mal so ein ganz kleines Häuschen. Das reicht ja völlig. Er muss halt nur genug Ausgang haben, um zu seinem Hamsterrad auch hinzukommen. Ja, eine Tür brauchen wir dann auch. Wenn wir schon diese Blöcke nehmen, dann brauchen wir auch eine Tür. Ja. Oder am... Moment. Ein etwas breiteres Gebäude könnte es vielleicht auch schon tun. So, vielleicht? Ach, wir sind leck. Ja, leck mich doch. Alter. So. So, und man könnte glatt meinen, es wird eine Bushaltestelle. Ah, könnte man meinen, wird es aber nicht. So, hier vom Fenster, natürlich kommen auch Fenster rein. Hier natürlich nicht, weil vorne braucht er keine Fenster. Obwohl, wenn man schon original bleibt, könnte man auch auf die komplette Breite. Moment, aber wo mache ich denn seinen Futternapf hin? Ach, der kann ja eigentlich gleich neben die Badewanne. Ja, genau. Ach, mir fallen schon wieder 1000 Dinge ein. Das ist so geil, ist einfach so toll. Ah, schön. Entschuldigung. Ihr wisst ja noch gar nicht, an was ich gerade denke. Aber es wird schön. Es glaubt mir, es wird einfach nur schön. So, ein Fenster kommt hier rein, hier kommt keins rein. Das ist ja auch bei richtigen Hamsterhäusern so. Hinten haben die meisten leider gar kein Hamsterhaus. Kein Fenster. Aber hier kommt einfach mal eins rein. Und dann kann eigentlich schon das Dach drauf. Vielleicht. Ja, das wäre eine Maßnahme. Jetzt schon Dach. Das wird ein recht kleines, ne? Das wird ein recht kleines Hamsterhaus. Auch wenn er in Natura ein bisschen größer aussieht, aber das liegt einfach nur an den Hamsterbacken, die sich mal so weit aufstopft. Der ist eigentlich gar nicht so groß. So. Entschuldigung. Ach Mensch, ihr könnt froh sein, dass ich nicht inkontinent bin, sonst wäre ich hier schon würde ich schon in meiner eigenen Pfütze sitzen. So. Na komm, machen wir den auch gleich mal dicht. Oh, das wird so toll, das wird so toll. Ach ja. Der Hamster. Der tut mir jetzt schon leid. Und ich mir auch. So, haben wir den fertig? Ja, ne? Der sieht eigentlich ganz fertig aus. Ja, nur ein bisschen zu fertig, vielleicht da auf der Seite. Das möchte ich, glaube ich, nicht so haben. Da mit dem letzten Schindel. Das geht. Jetzt brauchen wir noch Fenster. So. Irgendwie ist das nicht mittig, ne? Das geht gerade gar nicht. Hier gibt es auch gar keine Mitte. Machen wir zwei rein. So, zack, zack. Und hier auch noch. Und da. Hier natürlich auch. Ne? Er soll ja zu allen Seiten rausgucken können, um zu wissen, wie es in der Freiheit draußen aussieht. Tür kriegt er nicht. So wie der normale popliger Ranze-Hamster. Also jetzt bist du nicht gemeint, Hamsterchen, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Also wie der, ich hatte auch mal einen Hamster. Ich habe ihn sehr gemocht. So. Und eine Tür wäre nicht schlecht, aber nee, eine Tür lassen wir nicht.
Schade, dass man keine runden Fenster machen kann und keine runden Türen hat. Das wäre schön. Was wollten wir jetzt noch? Wir wollten einen Futtertrog noch machen. Der passt hier allerdings nicht mehr rein. Ja, Stroh haben wir leider nicht. Ich meine aber, da gab es irgendwo eine Mod für Strohballen oder so. Ich glaube, da gab es das, aber ich weiß nicht, ob das natürlich aussieht. Ja, hier könnte man... Ja, nee. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das darstellen soll. Mit Sewage vielleicht. Ja, toll. Ich überlege gerade. Und ich schwinge mal nicht so bedrohlich meinen Hammer. Ich überlege gerade, wie wir am besten einen Futterdruck darstellen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es wird ja mindestens ein 2x2-Druck sein müssen. Oder 1x2. 1x2 auch mindestens. Nee, 1x2 wird nicht gehen. Ach Mist. 2x2. Jedenfalls vom Boden her. Vom Boden her müsste es 2x2 sein. Vielleicht sogar 2x4. Ach Scheiße. 2x3? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir noch kurz überlegen. Ja, vielleicht auch aus Lamba. Vielleicht könnte man machen. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir stellen erstmal hier ein paar Bretter hin, ne? Wenn wir schon mal welche hier haben. Gibt es eigentlich so Kaustiks in der Form? Nein, bestimmt nicht für Hamster, ne? Kaustiks in der Form gibt es nicht. Es gibt zwar Kaustiks, aber sie sind ja mehr rund. Runde Sachen gibt es hier nicht. Naja, also nicht viele. Nicht viele. Eins. Schaufel bitte, Maki. Schaufel. Wir fangen an zu schaufeln, Typ. 3x2. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es einfach mal. Auf was hinkriegen. Ich weiß es noch nicht, aber es wäre schön, wenn. Und jetzt bauen wir erstmal so einen Trog hier hin. Und dann wollen wir. Nein, nicht mit der Kettensäge. Wir wollen den Hamster nicht zerteilen, wir wollen nur was für ihn bauen. So, und zwar hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ist das, glaube ich, schon ganz gut. Und jetzt brauchen wir noch diese hier. Ja, da wird noch nicht viel reinpassen, ne? Ja, nee, das. Doppeldruck. Ja, nee. Der muss hier weiter nach vorne noch hin. Sonst wird das nichts. Alles klar. Also ein 3x3. Wow. Wow, das ist... Wieso 3x3? 3x3? Das ist 4x4. Gut. Wo ist jetzt... Ich habe das ganze Holz verbraucht. Toll. Nehmen wir nochmal so... 10. Könnte vielleicht reichen. So, dann wollen wir gleich mal weiter basteln. Lass das. So, hier, so und so. Jetzt haben wir zwar wieder diese fürchterlichen Ecken hier drin, aber naja. Dann könnte man hier vielleicht irgendwas reinkrümeln, ich weiß noch nicht was. Man kann Bäume zwar so fällen, aber da müssten wir erstmal auf einen Baum warten, der hier so halt reinplumpsen kann, ne? Das wäre... Naja. Futtertrog, ach was. Der ist dick genug, den brauchen wir nicht füttern. Wohl, das könnte vielleicht... Ja, vielleicht doch. Vielleicht lassen wir den da doch mal so auf dieser Höhe. Das wäre auch gar nicht mal so doof. Leer bleibt das Ding ja trotzdem, weil wir einfach nichts haben, was wir reinstoppen können. Außer auf der einen Seite Wasser, aber Wasser hat er ja auch in seiner Badewanne. Eine Hamster baden und trinken aus demselben Bott. Jetzt wollen wir nochmal... Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Kohle holen. Ja, mit welchem... Ach komm, wir nehmen gleich den hier. Wir brauchen nicht viel, vielleicht 3 Blöcke. 3 Blöcke Kohle. Also nicht die geschlagenen, sondern ganze, also insgesamt 12. Das würde mir schon völlig reichen. Und wir wissen ja glücklicherweise aus Erfahrung, wo wir Kohle verfügbar haben. Die hiesige Steinkohle. Holzkohle bringt leider nichts, weil die würde nur in Kisten verpackt. Und die sieht dann nicht authentisch aus. So, jetzt habe ich mich glatt an meinem eigenen Erbrochenen verschluckt. So, natürlich nicht. So, hier ist natürlich Kohle. Na klar. Was ist das?
Achso, das da. Gut. Wir holen gleich mal drei hier raus. So. Und den. Guck mal. So ist auch schön. Das reicht doch schon. Das reicht mir ja schon völlig. Und, der wird mich so hassen. Der wird mich so hassen, der Hamster. So. Nun los, auf die letzten paar Minuten nicht noch hier an den Wänden hängen bleiben. Das müssen wir tatsächlich zurücklaufen, da habe ich keine Böcke zu. Gib mal Gas, wenn es kaputt geht, gibt es ein neues. Ach Mensch. Und in Felin müssen wir auch bald wieder weiterbauen. Eigentlich reicht das schon. Aber nö, wir brauchen nicht noch mehr Kohle. Hau ab, du Hirsch. So. Jetzt müssen wir nur mal irgendwie zusehen, dass wir das nicht ganz so ordentlich hier hin stapeln. Vielleicht, so. Und, so. Na, scheinbar gibt es immer nur eine Richtung für die Kohle. Was aber nicht so schlimm ist. Ja, genau. So, hier natürlich. Ach, hier ist es ein bisschen schwieriger. Kann man das? Ne, kann man so nicht, leider. Ah, warte mal. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir alles hin. Na klar kriegen wir das hin. In den letzten paar Minuten kriegen wir das noch alles hin. Alles gut. Zwei vielleicht mal. Zwei reichen. Ach, wie glaubst du das denn? Zwei. Ich will nur zwei. So. Aua, aua. Ha. So, Vorsicht, nicht in den Pissnaff da reintreten. Das wird so schön. Der wird mich so hassen, der Hamster. So. Gut, jetzt einmal hier und da und da und da und dort. So, und jetzt können wir die wieder abbauen. Achso, geht natürlich nicht, weil einen können wir wieder wegnehmen, ne? Einen. Was? Warum hast du jetzt alle wieder weg? Och Mensch, ist ja unglaublich. Zwei, drei, vier. Ja, das geht. So. Eins, zwei. So, so. Der wird mich so hassen, der wird mich so hassen. So, so. Weil Hamster überall hinkacken, wo sie gehen und stehen und schlafen und pennen und essen und trinken. Ne? Sind das jetzt einfach mit den Hamsterköttel. So, gut. Deswegen wird er mich so hassen. So, alles klar. Also, bis zur nächsten Folge. Ihr wisst natürlich noch nicht, was wir da machen. Dann werden wir, also hier mit dem Knast sind wir eigentlich fertig. Ich werde hier nochmal kurz was draufschreiben. Eigentlich ist es ja, soll es eigentlich das hier werden. Drachenfriedhof. Hamster. Ach ja. Der alte Hamsterfalter. Das wird natürlich noch erweitert, ne? Ganz, ganz klar, es wird noch erweitert, weil wir liegen dann auch noch wahrscheinlich hier abgenagt, hier irgendwo ums Gebäude drumherum. Mal gucken, müssen wir uns mal überlegen. Ja, jedenfalls, nächste Folge machen wir auch bestimmt wieder was Schönes, könnte ich mir vorstellen, ohne Kettensäge. Und ja, bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl.